somebody else at you. I usually have an answer to the question, but this time I'm gonna be quiet. This time, ain't nothing like the feeling of uncertainty, the eeriness of silence. Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Alex und ja, wie ihr schon im Titel erkannt habt, werde ich heute den legendären Capital Bra Tee probieren. Und zwar hat Capital Bra ja einen eigenen Tee rausgebracht letzte Woche. Und ich will endlich auch mal so ein YouTuber-Influencer-Produkt probieren. Und ja, bisher habe ich halt nie die Gelegenheit dazu gehabt, aber jetzt probiere ich es eben. Und zwar muss ich gleich noch in den Edeka fahren, weil ein Kollege von mir hat mir gestern einen Snap geschickt, und wo er den Brattee halt gehabt hat, und da hat er eben gesagt, dass es nur noch den Geschmack Wasser Melone gibt. Also es gibt, glaube ich, 3 Geschmäcker oder sowas, oder 4, keine Ahnung. Ich bin jetzt ja nicht in diesem Deutschrap Ding drin, und Capital höre ich jetzt auch nicht so gut, ein paar Lieder gehen, aber ja, auf jeden Fall fahre ich jetzt mit meinem Roller in den Edeka und hoffe, dass es da die Sorte noch, dass es da den Eistee noch gibt und dass er nicht so komplett ausverkauft ist, weil ich habe schon gehört, dass es um das Teil schon einen ganz schönen Hype gibt. Also bis gleich, Leute, also ja. Ich hoffe jetzt einfach, dass es den Eistee noch gibt. Also, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich den Eistee vielleicht habe. Also, bis gleich. Ich bin jetzt hier zu Hause angekommen, endlich. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal die Verpackung des Eistees. Und ja, dann probiere ich den mal. Also, ich muss sagen, ich bin echt gehypt, weil ich habe noch nie einen YouTuber Produkt probiert. Also von Concrafter habe ich noch nie die Pizza probiert, weil es die bei uns irgendwie nicht gab, oder ich war zu langsam und sie war dann eben ausverkauft. Dann wollte ich die Capital Bra Pizza letztes Jahr im Mai testen, aber die gab es bei uns irgendwie auch nicht, und ich war auch zu langsam. Aber jetzt habe ich endlich mal eine Chance, irgendwelche Produkte von YouTubern zu probieren, und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Ich muss echt sagen, schönes Design, halten auch, okay, die halten echt nicht lang, die halten bis zum 20.05., die halten bis zum, okay, doch ein Jahr lang, oh mein Gott. Also hier, das Ablaufdatum ist erst der 20. Mai 2022, also die halten auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch die jetzt mal erstmal im Rundumblick. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, ob ihr vielleicht Eistee trinkt, und wenn ja, welchen Geschmack. Also das würde mich mal gerne interessieren. Das könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Also welchen Tee ich am meisten bisher getrunken habe, ist der hier von Pfanner. Ich glaube, den werden die am meisten können. Das ist Durst. Das ist der Durstlöscher des Todes. Also wirklich krass. Also da hast du überhaupt keinen Durst mehr, wenn man den getrunken hat. Also das hier ist derzeit mein Lieblings-Eistee. Aber ich würde sagen, ich laber jetzt nicht lang rum, sondern ich bin jetzt mega gespannt, wie jetzt die 4 Sorten schmecken. Also ich werde jetzt alle 4 Sorten aufmachen. Ich weiß, es ist ein bisschen unhygienisch, aber ich glaube, die kommen in 2-3 Tagen. Also habe ich die eh leer getrunken, weil ich eh zurzeit viel Eistee trinke. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Zitrone an, weil da bin ich gespannt. Also als letztes mache ich auf jeden Fall Pfirsich, weil Pfirsich ist mein Lieblings-Eistee, und der kommt eben als letztes. Also ich würde sagen, wir fangen an mit Pfirsich. Verpacken kann man leicht öffnen, und das ist tatsächlich gleich offen. Boah, ohne Witz, Leute, das riecht ziemlich geil. Das riecht übel heftig, riech mal dran. Hier. Oh. Ah, schade. Egal, ist ein bisschen was daneben gegangen. Aber jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Jetzt trinke ich's mal. Wow, der ist echt geil. Ohne Witz, der ist richtig heftig.
Also ich hätte nicht gedacht, dass der, also dass Zitrone so geil schmeckt, weil Zitroneneistee mag ich eigentlich gar nicht mal so krass. Also ist jetzt nicht so meins, aber Brattee, Zitrone ist gut. So, als nächstes würde ich sagen, kommen wir zu Granatapfel, weil ich tatsächlich glaube, dass mir Melone mehr schmeckt als Granatapfel, aber mal gucken. Also jetzt trinken wir Granatapfel. So, ist offen. Boah, riecht auch sehr lecker. Riecht sogar ein kleines bisschen nach einem Energy Drink, so ganz leicht irgendwie, aber mal gucken. Also auf jeden Fall einen richtig guten Fruchtgeschmack hat der, also echt, also richtig krass eigentlich. Also der schmeckt geil. Der ist heftig. Also Granatapfel ist bei mir bis jetzt auf Platz 1, also schmeckt noch besser als Zitrone. Also Granatapfel ist bei mir gerade auf der Top 1, also Granatapfel, boah, heftig. So, kommen wir jetzt zu, ja, Wassermelone. So, das ist offen. Boah, das riecht genau wie diese Kaugummis, diese Melonen-Kaugummis. Boah, es riecht auf jeden Fall nach Melone, also richtig stark. Und auf euch, Leute. Ziemlich fruchtig, also ich muss echt, also man muss sagen, der Fruchtgeschmack ist ziemlich heftig, also der ist ziemlich intensiv, also krass, also schmeckt echt geil, aber ich muss echt sagen, da war Granatapfel noch ein kleines Stück besser als Melone, also Melone toppt mich jetzt nicht ganz so, aber trotzdem gut. Und jetzt kommen wir zum letzten Eistee, und zwar zum Pfirsicheis-Eistee. Mein persönlicher Liebling, aber bin mal gespannt, wie er hier drin schmeckt. So. Es riecht auf jeden Fall gut nach Pfirsich schon mal. Und jetzt der große Moment. Doch, schmeckt heftig geil, also wirklich krass, also ich muss echt sagen, der Brattee, der ist heftig, also der ist heftig gut. Also beschweren kann man sich da eigentlich überhaupt nicht. Auf jeden Fall sollte es jetzt schon mit dem Video gewesen sein, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch ein Like und ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, und es tut mir leid, dass gerade nicht so viele Videos kommen, aber ich habe am nächsten Mittwoch, also in einer Woche, habe ich die mündliche Kommunikationsprüfung in Englisch, und da muss ich halt mich anstrengen und auch drauf lernen, und da müssen wir eben so eine Präsentation zum Thema unsere Wahl machen, und da darf ich eben nicht verkackt geben, und aus dem Grund lerne ich jetzt und habe halt nicht so viel Zeit für Videos, aber ich kann euch klipp und klar sagen, dass es bald wieder mehr Videos geben wird. Also bleibt gesund, haut rein und ciao.